Was ist da los? Herr Lampf von Gessler, der Globi hat sich über ihren Hut lustig gemacht und der Tell hat ihm geholfen dabei. Du Tell, was ist das für ein Wichtsack auf dem Ross oben? Das ist jetzt eben der Gessler. Ah. So, so. Der Tell hat ihm geholfen. Aber Herr Landvogt, das ist ja alles ganz harmlos gewesen. So, so. Ganz harmlos. Was harmlos ist und was nicht, entscheide ich. Verstanden? Vater, was ist passiert? Walter, wo kommst denn du her? Von daheim. Die Mutter lässt ausrichten, du sollst von Altdorf noch ein Säckchen Salz heimbringen. Ist das dein Bub, Tell? Ja, das ist der Walter. Du sagst, du seist ein guter Schütz, Tell. Das habe ich von mir noch nie behauptet. Aber die Leute sagen es. Es ist doch so, oder? Ja, stimmt. Gut. Das wollte ich jetzt mal mit eigenen Augen sehen. Walter stand am Stamm von dem Äpfelbaum an. Gern, Herr Landvogt. Und du, Frieshard, nimmst einen Äpfel vom Baum oben ab. Zu Befehl, Herr Gessler, Äpfel, Baum oben ab. Und jetzt leist den Äpfel auf den Kopf vom Walter. Zu Befehl, den Kopf auf den Äpfel vom Walter. Und du, Tell, spann deine Armbrust und schiess mir den Äpfel vom Kopf von deinem Bub oben ab. Das ist aber nicht euer Ernst. Ja, wieso nicht? Du bist doch ein guter Armbrustschütz. Wenn du den Äpfel triffst, bist du frei. Wenn nicht, geht's dir einen Kragen. Ein Äpfel vom Kopf von meinem eigenen Bub, das kann ich nicht. Du kannst es, ich verlang's und will's. Herr Gessler, jetzt langen's aber. Sie können doch den Tell nicht den Serweg plagen. Tell macht dich zum Schuss parat. Und du, kleiner Frechling, heb deinen Schnabel. Nein, der Schnabel ist da, um ihn aufzutun. Sie können doch von einem Vater nicht verlangen, dass er aufs eigene Kind zielt. Auf den Äpfel muss er zielen, nicht aufs Kind. Herr Gessler, lassen Sie mich anstelle von Walter am Baum stehen. Wenn der Tell den Äpfel nicht reicht, dann tüpft höchstens meinen Schnabel. Ja, es würde nichts schaden. Aber ich will, dass der Tell den Äpfel vom Kopf von seinem Walter schiesst. Und zwar sofort. Mir zittert die Hand vor Aufregung. Du schiessest jetzt, oder du und dein Bub. Ihr beide sind für immer verloren. Tschüss, nur Vater! Ich habe keine Ahnung!